zusammen, mein Name ist Janina. Ich freue mich, dass ihr bei unserer Adventskalender-Aktion mitmacht. Ich habe heute für euch eine aktive Pause bereitet, kurz und knapp 10 Minuten. Ganz locker, ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar marschiert ihr mal auf der Stelle, damit wir etwas warm werden. Macht euch schön groß im Oberkörper, nehmt die Knie vorne hoch. Und dann beginnen wir jetzt mal mit den Armen nach vorne zu kreisen. Spreizt die Finger dabei, bringt die Brust vorne weit raus und zieht die Schulterblätter hinten zusammen. Sehr schön. Und dann wechseln wir mal die Richtung. Nehmen die Arme weit nach hinten. Das gleiche Spiel hier, Brust vorne raus, Schulterblätter zusammenbringen. Sehr schön. Machen wir noch einen letzten großen Kreis und dann heben wir mal unsere Knie nach oben. Achtet darauf, dass ihr mit dem Oberkörper aufrecht bleibt und versucht mit den Knien immer ein Stückchen weiterzukommen. Sehr gut. So. Machen wir noch 4-mal. 3. 2. Und dann bleiben wir auf einer Seite stehen. Versucht euer Gleichgewicht zu finden und hier einmal mit dem Fuß zu kreisen. Euer Sprunggelenk zu lockern. Wenn ihr habt, könnt ihr euch auch gerne an eine Wand stellen, euch etwas festhalten. Sehr schön. Und dann stellen wir den Fuß einmal ab, wechseln die Seite. Auch hier Sprunggelenk kreisen. Sehr gut. Und setzen einmal ab. Nimmt dann mal die Hände an das Becken. Wir kommen hier etwas von Seite zu Seite, in der Mitte tief. Und versucht ganz bewusst über eure Hacken abzurollen. In der Mitte etwas tief zu kommen. Und dann nehmen wir die Hacken hinten mal hoch zum Gesäß. Lockert eure Knie etwas. Ich hoffe, euch wird langsam etwas warm. Machen wir auch noch 4 Stück. 3, 2. Und dann bleiben wir einmal stehen. Beine etwas breiter nehmen. Bringt die Ellbogen nach außen. Kommt hier mal in kleine Kniebeugen. Erstmal zum Warmwerden. Schiebt das Gesäß nach hinten raus, achtet darauf, dass euer Rücken gerade bleibt. Und wer mag, nimmt oben mal die Arme weit auseinander, öffnet die Brust, zieht die Schulterblätter zusammen. Sehr gut. Machen wir noch 5 Stück. 4, 3, 2. Ein letztes Mal. Bleibt jetzt mal oben stehen. Hände nochmal an euer Becken. Und dann versucht mal, euer Becken ganz bewusst nach vorne zu ziehen und wieder zurück. Den Bauch aktiv anzuspannen. Sehr schön. Macht das für euch noch ein paar Mal. Und dann kommt langsam in der Mitte wieder zum Stehen. So, wir kommen zur Kräftigung. Arme nochmal zusammen. Kommt tief und zieht ein Bein zur Seite. Immer im Wechsel. Beine nebeneinander abstellen. Mit Kraft ganz kontrolliert ein Bein zur Seite ziehen. Machen wir auch noch 4 Stück von. 3, 2. Und dann bleiben wir jetzt mal auf der Seite. Streckt eure Arme und macht hier ganz kleine Bewegungen vor und zurück. Versucht fest in der Körpermitte zu bleiben. Bauchnabel nach innen zu ziehen. Macht euch groß.
Noch 4, 3, 2, 1 und lockern. So, dann stellt euch mal mit den Beinen etwas breiter auseinander. Lehnt den Oberkörper nach vorne, streckt die Arme und zieht eure Arme jetzt weit nach hinten, hinter die Ohren. Bauchnabel wieder nach innen ziehen. Achtet darauf, dass der Rücken schön gerade bleibt. Ich mache es mal von der Seite. Die Daumen zeigen nach hinten und schaut am besten vor euch auf die Matte, dass eure Halswirbelsäule gestreckt bleibt. Kommt wieder zu euch. Und dann bleiben wir einmal hier hinten, machen ganz kleine Bewegungen. Haltet noch kurz. Noch 4, 3, 2, ein letztes Mal und lockern. Schwingt die Arme aus, lockert eure Schultern. Sehr schön. So, zweite Runde. Beine wieder leicht auseinander. Kommt in die Squats und zieht ein Bein nach außen. Wieder ganz kontrolliert arbeiten. Rücken bleibt gerade, Gesäß nach hinten. Mit Kraft ein Bein zur Seite. Und wieder 4 Stück hier. 3, 2. Und bleibt jetzt auf der anderen Seite stehen. Auch hier mit den Armen vor und zurück wackeln. Ganz fest in der Körpermitte, spannt den Bauch an. Kleine Bewegungen. Sehr schön. Noch 4, 3, 2, 1 und lockern. Beine ausschütteln, durchatmen. Beine wieder auseinandernehmen, nach vorne lehnen, Spannung aufbauen. Und jetzt noch einmal für euren Rücken. Die Arme schön weit nach hinten ziehen. Schaut wieder vor euch auf den Boden. Versucht ganz bewusst eure Schulterblätter einmal wahrzunehmen. Und jetzt bleibt wieder oben. Kleinere Bewegungen. Gleich geschafft. Noch 4, 3, 2 und lockern. Arme ausschwingen. So. Eine kurze Übung machen wir noch. Nehmt die Beine mal etwas breiter auseinander. Kommt jetzt seitlich zu eurer Hacke und dehnt euch in die andere Richtung auf. Versucht den Arm gestreckt zu lassen. Nach hinten ganz leicht zu rotieren und arbeitet aus den Beinen. Eure Innenschenkel drücken euch von Seite zu Seite. Versucht hier den Bauch anzuspannen und wahrzunehmen. Machen wir noch 2 Stück. Kommt jetzt einmal zur Mitte, beugt die Beine, streckt die Arme vor. Und nehmt hier im Wechsel die Arme am Körper vorbei, dass ihr in eurer Wirbelsäule leicht rotiert. Zieht das Becken dabei auch leicht nach vorne. Und dann kommen wir langsam wieder nach vorne, wechseln die Seite, auf geht's. Zur anderen Hacke diesmal, Arm wieder gestreckt, nach hinten führen. Ganz bewusst den Bauch anspannen. Machen wir noch 2-mal. Und kommt dann wieder zur Mitte zurück. Einmal noch für eure Wirbelsäule. Leicht rotieren, in die Knie kommen. Noch 2-mal. Kommt dann wieder zur Mitte zurück. Lasst euch hier nochmal aushängen.
baumelt etwas in der Mitte hin und her. Dürft den Rücken mal rund machen. Und dann wippt euch langsam wieder nach oben in den Stand zurück. Schließt die Beine, drückt die Schultern ganz bewusst nach unten und kreist jetzt mit dem Kopf von Seite zu Seite, so wie es euch gut tut. Spürt eine leichte Dehnung im Nacken. Kommt in der Mitte zurück und jetzt nochmal das Kinn auf die Brust legen. Den Kopf weit hinten in den Nacken. Daumen sind auch hier nach außen gedreht. Und dann kommt ihr in der Mitte zum Stehen. Jetzt habt ihr es schon geschafft, schüttet euch nochmal aus. Ich wünsche euch alles, alles Gute für Weihnachten. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ich freue mich, euch wiederzusehen. Macht's gut. So, ihr Lieben, meine Quizfrage für heute ist, wie viele Minuten solltet ihr euch am Stück mindestens bewegen, um euer Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen?